Herzlich willkommen zum Short Review Podcast mit Sascha. Jetzt Ende Juli war die Comic-Con San Diego. In Amerika ist das das große Event, wo die Filmverleiher ihre neuesten Kinofilme und TV-Serien präsentieren. Und darüber möchte ich sprechen. Als Gast habe ich mir meine Journalistenkollegin Claudia eingeladen. Hallo Claudia, schön, dass du am heißesten Tag des Sommers bei mir bist und mit mir quatscht. So, Comic-Con. 2019, ja. Genau, super viele Trailer. Ja, fangen wir gleich mit den Titeln an, das ist das Einfachste. Richtig. Top Gun Maverick. Bahnbrechende Bilder auf jeden Fall präsentiert. Ja, und Tom Cruise. Richtig, und die Überraschung der Comic-Con. Absolut sowas von geheim gehalten. Keiner hat es erfahren, außer dass morgens eben jemand meinte, er hätte jemanden, der so aussieht wie Tom Cruise, in der Nähe der Hallen gesehen. Und da war für einige klar, die Paramount hatte etwas gemietet. Das könnte was werden. Es gab also so ein leichtes Gerücht, aber wirklich alles verschwiegenheitsmäßig, total gedeckelt. Er war da und natürlich hat er die Halle genommen. Und die Fans waren da und waren außer sich. So. Also besser geht eine Einleitung eigentlich nicht zu dieser Con, weil es ist ja das Erste, was überhaupt dann veröffentlicht wurde. Und richtig. Wahnsinn. Und machen wir uns nichts vor, er ist inzwischen 57 Jahre alt, hat eine Menge durchgemacht in seinem Leben und er weiß immer noch, wie er das Wichtigste, nämlich seine Fans, bedient. Ja, und das hat er getan. Also man merkt, er ist wieder voll im Adrenalin, ja. Echt in Jet gestiegen, echt geflogen und das beweisen die Bilder ja auch. Also ich meine, ja. Er hat ja einen Flugschein gemacht, damit er in Mission Impossible Fallout auch den Hubschrauber fliegen durfte, wo er auch alleine drin war, nur mit der Kamera, was auch normalerweise kein Schauspieler macht. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich allein im Jet saß, aber zu trauen ist es ihm leider. Oder also er wurde zweimal gefragt und er hat das... Er ist ja inzwischen sehr routiniert und cool in dieser Sache und dass die Leute ihn gefragt haben, ja, wie habt ihr denn die Kameraeinstellung gekriegt, vor allen Dingen bei diesem Loop, wenn der Jet sich da mehrfach dreht und er meinte, ja, wieso, ich habe da drin gesessen. Und dann wurde gefragt, wer hatte das Ganze geflogen? Naja, ich. Und ich vermute mal, er hat es jetzt nicht durch diese Berge oder über diese, vielleicht eher durch dieses Wüstengebiet geflogen, aber... Also er wird nicht diesen Stunt gemacht haben, den wir ja da sehen mit dem Tieffliegen. Das, ob was so ein Trick ist, das will man gar nicht auseinander diskutieren. Das hat jemand anders, hat ein talentierter Pilot gemacht, ein anderer. Aber ich weiß auch schon damals, wir müssen jetzt sagen, jetzt, das ist die Fortsetzung, nach 33 Jahren. Ja. Das ist ja mal 86, da können wir ja auch gleich nochmal drauf reingehen, aber eben halt dies zu bringen und damals war er schon echt in Jet gestiegen und... ja, das ist Wahnsinn. Also wir müssen ihm das, was auch immer, was er getan hat, er ist topfit. Er war top komisch bei der Con, weil er war selten so gut vorbereitet, so locker, so wirklich cool drauf. Wahrscheinlich auch Maverick, was wir alle von Maverick erwarten. Er war top vorbereitet, es war alles top. Und das hatten sie, wie ich das schon mehrfach jetzt angedeutet hatte, nicht erwartet. Du hast mir das Stichwort gegeben, 1986 war der erste. Tom Cruise war damals 25 Jahre alt und was die meisten nicht wissen, das war sein Beginn der Weltstar-Karriere. Der Film hieß in Deutschland ein bisschen anders. Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel. Ach, das war schön. Ja, Hochphase des Kalten Krieges. Ich reiß das mal ganz kurz ab. Der US-Präsident damals hieß Ronald Reagan. In England hatten wir die zauberhafte Blondine Margaret Thatcher. In Hamburg oder Deutschland war alles mit Helmut Kohl zugekleistert. Und in der Sowjetunion gab es einen ganz neuen Typen, der hieß Michael Gorbatschow. Und der hatte etwas getan, was die 86 nicht erwartet haben. Der hatte nämlich vorgeschlagen, ach, lass uns doch mal abrüsten. Da hat er die Amis dann kalt erwischt. Er wurde dann kalt erwischt von der Tschernobyl-Krise. Das hat so ein bisschen auch diese ganze Waffengeschichte reingenommen. Aber es gab damals die Challenger-Raumfähre, die abgestürzt ist, beziehungsweise auseinandergebrochen war, 86. Hier in Deutschland waren die RAF-Leute wieder unterwegs, haben gemordet. Und es gab die DDR noch, nicht zu vergessen. Ja, also ich muss sagen, wenn ich mich zurückdenke an den Film, ich war damals in der 6. Klasse. Ich möchte gar nicht über diese Sachen nachdenken, weil es war das Gesprächsthema überhaupt. Jeder fand den Film geil. Damals wirklich. Die Bravo, damals mit Autogrammkarte drin. Ich habe noch Aufkleber davon, von der Bravo, wo man ihn mit seiner Tomcat und jeder wollte das Modell haben. Also er hat richtig den Hype ausgelöst damals.
Auch wenn er noch nicht so unbekannt war, er hatte ja schon davor ein paar andere Filme gemacht und vielleicht gut, bei uns waren Riskante Geschäfte nicht ganz so der Megafilm gewesen wie in Amerika, wobei seine Szene, wie er eben halt in Stimmt. Sonnenbrille und Hemd in die Tür reinrutscht, ist bis heute Kultstatus und wird immer gern wieder kopiert. Aber der Film, der brachte alles ins Rollen für Gut, ihn. ich bin ja ein paar Tage älter als du. Ich hatte nicht mehr die Bravo und auch nicht die Sticker. Ich gebe auch zu, er war nicht so ganz das Beuteschema, also die dunkelhaarigen Typen, aber ich hatte natürlich den Soundtrack. Und den habe ich heute noch und wie wir alle wissen, ich habe es heute Morgen sogar am Radio gehört, Take My Breath Away. Giorgio Moroder, Harold Faltermeyer, Peter Wolf, die haben damals diesen Soundtrack geschrieben. Das war eigentlich eine rein deutsch-Südtiroler Produktionsgeschichte, aber Kenny Loggins Danger Zone wird heute noch gehört, Also wird. die Songs waren brillant ausgewählt. Ja. Sie waren ja zum Take My Breath Away. Also wirklich zum Der war alles Atem passend. blieb einem Für die Gruppe stehen. Berlin aber war das Ende. Das war dieser Hit hat sie nicht überlebt. Aber sie haben sich Man muss dazu sozusagen sagen, die eingeschrieben. Gruppe hieß Berlin, kam aber aus Südkalifornien irgendwie. Also Ja. war so eine. Kamen aber nicht zurecht, dass sie diesen Mega-Hit hatten, sozusagen ganz oben waren und das andere die Erwartung nicht erfüllten. Die haben dann danach sich aufgelöst. Aber bis heute eben halt ein Song, wenn man verbindet ihn sofort mit dem Film. Richtig. Harold Faltermeyer mit diesem Anthem-Thema Wahnsinn, das wird ja auch jetzt im Trailer wieder leicht Ja, angeteasert. die Hymne schlechthin. Interessant habe ich mal gelesen, als er geholt wurde für diese Musik, wurde angerufen, hast du da eine Idee? Ja, ich habe auch schon was fertig. Und dann war das so, er hatte nichts fertig, hatte sich dann mit Tony Scott, also Regisseur und Tom Cruise Ja. getroffen im Vorgespräch und dann, ja, und wir wollen das hören, was du hast. Und er, ja, kleinen Moment, ich gehe kurz ins Studio, in 2 Stunden bin ich wieder da. Und dann hat er seinen Kollegen, der die E-Gitarre spielt, geholt, er hatte Ja. wohl was im Kopf und haben dann jetzt 2 Stunden ganz schnell eine Aufnahme gemacht, dieses Anthem-Thema Ja. rausgebracht. Tom Cruise war so geflasht. Er sagt, er hat sogar während der Dreharbeiten, wenn er nichts hat, im Kopfhörer immer diese Musik gehört, um sich einzustimmen. Also besser geht's nicht und das ist Richtig. Nostalgie pur. Es war auch irgendwie so ein Werbetrailer dafür, Pilot zu werden. Das muss man mal ehrlich Ja. sagen. Es ist natürlich ein Film, der vom Budget her alles gesprengt hätte. Also hat die US Luftwaffe kräftig gesponsert. Das war sicherlich auch im Sinne von Ronald Reagan, der ehemalige Schauspieler, der dann Präsident war und Auf jeden eben Fall. furchtbar mit Aufrüstung beschäftigt war. NATO-Doppelbeschluss, sage ich nur noch mal so im Hintergrund. Und dieser Film ist halt super verpackt. Tony Scott war ein ehemaliger, der Bruder von dem berühmten Ridley Scott, der leider inzwischen verstorben ist, der Werbetrailer vorher gedreht hat, hat diese Optik rübergebracht. Es war auf den Punkt gedreht. Er hat damals eine Frau gecastet, eine echte Frau, denn Tom Cruise war 25 Jahre alt. Ja, sie war Kelly wesentlich älter. McGillis war um einiges älter, war ein bisschen bekanntere Bühnenschauspielerin, war aber genau das, was auch junge Männer Aber es damals passte wahnsinnig perfekt begeisterte. und man hat eben halt, ja, hat alles angesprochen. Und wenn wir jetzt den neuen Trailer sehen von diesem Film, er zitiert viele bekannte Momente. Die Momente Richtig. in der Kneipe, die Romanze, das Motorrad, was er wieder rauskramt. Also es ist schon, ja, okay. Ob nun da es wirkt nach einer persönlicheren Geschichte ein bisschen, die sich um ihn ja dreht, deswegen auch der Titel. Aber Wir man werden muss uns mal mal sehen, überraschen. was da Wir müssen uns passiert. da überraschen lassen. Es Bilder, waren Wahnsinn, weil Bilder die im neue Wahnsinn. Technik ja auch jetzt mit neuen Kameras wesentlich mehr Möglichkeiten bietet. Kleines Schmankerl am Ende. Es gab damals ein Lied, das wollten die unbedingt haben, von einem kanadischen Sänger namens Bryan Adams, kennt man ja. Der hat einen Song, der hieß Only the Strong Survive. Der hat sich aber geweigert, der wollte keinen Kriegsfilmsong haben. Das Interessante ist im Grunde genommen, wenn man das jetzt so nimmt mit Maverick, Only the Strong Survive, das Stichwort. Er steigt ja richtig ein, du kriegst einen schönen Dialog schon mit ihm, wo ich sagen muss, wirklich auch ein bisschen Humor dabei. Er hat seinen Best Buddy, Christopher McQuarrie, du kennst den ja auch, Genau. aus Operation Valkyrie und die Mission Ja, die ganze Mission Impossibles, Jack Impossible Welt. Reaper, Edge of Tomorrow natürlich. Und dieses Maybe, Sir, but not today, dieser Endsatz ist so schön. Das ist so auf den Punkt gebracht. Tom Cruise, wie er dann eben so ist, und Only the Strong Survive, nur die Starken kommen durch. Ja. Ich bin mal neugierig. Was ich gesehen habe, was ich interessant finde, ist, dass Hollywood immer noch versucht, Jon Hamm, das ist jemand, den kannte man aus einer TV-Serie von HBO, Mad Men. Da spielte er diesen Donald Draper, 7 Staffeln, super
erfolgreich, sehr, sehr gut bezahlt, viele, viele Preise bekommen, aber so als Kinodarsteller hat er noch nicht so gefunzt. Also da gab es viele, viele Filme, wo er immer so in der zweiten Reihe mit bekannteren Leuten das machte, aber der spielt mit, nicht bekannt, was er da so richtig spielt. Es spielt Miles Teller mit, auch der wird gerade ziemlich gehypt da drüben. Mhm. Der soll den Sohn von Goose spielen. Anthony Edwards und Meg Ryan waren sozusagen das Pärchen. Ob Meg Ryan jetzt nochmal dabei ist, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich weiß, Val Kilmer als der Iceman, hat seinen Auftritt. Die negative Figur schlechthin, ja. Iceman. Der Ami, den du hassen musst. Mal sehen, ob es so der... Ja, der ist vielleicht der Bremsklotz. Ne? So, man weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Also es wird sicherlich interessant werden. Und, Ed Harris. Ed Harris ist natürlich auch sehr markant dort. Ich bin natürlich, weil ich vorhin so gespoilert habe, wahnsinnig neugierig auf den Soundtrack. Auch, also, wie weit sie den alten werden, sie zitieren. Ob sie die alten überhaupt vielleicht, dass sie die auch mal rauskramen. Es ist eine Weile her, dass Harold Faltermeyer einen richtigen Hit hatte, ne? Oder Giorgio Moroder schon. Hat natürlich viel unsere, ja, die 80er geprägt, ne, mit das Fletch-Thema von der Fletch-Serie. Ja. Dann kam sehr bekannt Axel F. aus der Beverly Hills Cop-Serie und das Anthem. Aber jeder kennt es immer noch. Und also ich bin mal gespannt auf die Kommentare, was deine Zuhörer sagen werden. Denn drüben auf der Comic-Con, die Leute kriegten sich gar nicht wieder ein. Hat er wirklich gut geplant, geliefert. Wenn du einen Auftakt bringst, dann ist das stimmt natürlich schon die Con sehr gut ein und es war die Erwartungen werden hoch. Es war der Knaller. Es war, die haben keine, also es war eine gute Con, können wir ja schon vorweg sagen. Es war eine, also ich denke nicht die überbordende Con, so wie vor 2 Jahren die, aber diese hier war ein richtiger Knaller und ich würde diesen Tom Cruise Auftritt schon mit dem von Robert Downey Jr. damals als Iron Man, der war ja auch auf dieser Con der erste große Auftritt, das würde ich vergleichen, das haben sie beide gut gemacht. Und es ist in aller Munde, wir müssen vielleicht noch nachreichen, der Titel wird hier in Deutschland, nächstes Jahr soll er im Sommer, am 16. Juli starten, also unter Vorbehalt, die können ja vor- oder zurückgeschoben werden, Filme. Also es ist der bisherige Starttermin, aber es wäre dann so ein richtiger Sommer-Blockbuster. Hat er ja schon mehrfach gebracht. Ja. Er hat den Sommer damals mit Mission Impossible 1 gebrochen. Mission Impossible 1 war der erste Sommerhit mit Tom Cruise. Aber es war ein regnerischer Sommer, man muss das dazu sagen. Aber der damals eben halt diese Sommerpause, wir kennen viele heutzutage gar nicht. Nee. Es gab wirklich im Sommer fast 2,5 bis 3 Monate kaum Kinofilme. Oftmals haben die Kinos dann Wiederholungen gespielt. Richtig. Kennen wir auch nicht, wo so ein Best-of des Jahres gezeigt wurde. Ist ja auch nicht so schlimm, dass das, heute haben wir das im Fernsehen, dass die Wiederholungen kommen. Aber es wäre ein Jerry Bruckheimer-Film. Das muss man auch noch. Ich wünsche, dass das wäre schon ein schöner Erfolg, wenn Jerry Bruckheimer wieder da ist. Das auch. Paramount Pictures wird sicherlich auch nicht Nein, Danke sagen. Also nein, also da wird keiner rein, weil es ist eine Mischung aus Nostalgie, Action. Also man kriegt die alten Leute, Zuschauer wieder rein, man kriegt die neuen und und obwohl wir ja nicht lästern und spoilern wollen, ich meine, der Film ist 33 Jahre alt. Der Mann ist 57 Jahre alt. Hast du gesehen, wie fit der ist? Ja, da träumen viele von dem Alter. Ich möchte jetzt nicht wissen, welcher Doktor da vielleicht eine Hand angelegt hat, aber er sah sehr gut aus. Er war sehr, sehr locker, schön, Grinsen, das Lachen von Maverick, diese. Aber es ist halt so, dass natürlich diese ärztlichen Sachen, es ist für diese Branche vielleicht da in Amerika unumgänglich mittlerweile, weil die müssen ihre Erwartungen erfüllen, die durch Fans, durch. Also man möchte ihm doch zum Interview mal so einen super teuren, oberleckeren Schokokuchen, kleinen, ganz kleinen hinstellen und sagen, Tom, iss mal. Aber er ist wirklich fit wie ein paar Turnschuhe und der liegt, ich möchte nicht wissen, wie viel Fitnesstrainer er hat. Genau. Also super duper Geschichte. Bevor wir zum nächsten Trailer kommen, wollte ich noch mal kurz einwerfen, weil das passt vielleicht jetzt auch an dieser Stelle gut. Wir haben natürlich einen guten Eindruck durch die Comic-Con bekommen, auch hier aus Deutschland, auch wenn wir nicht drüben waren, das möchte ich noch mal ganz kurz anmerken, dass wir nicht drüben waren, dass man aber durch das Internet,
Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr kommt. Dieses Jahr nicht drüben. Aber das Internet bietet natürlich genug Möglichkeiten, viele Sachen live zu sehen, mitzubekommen. Die ganzen Panels live, die Eindrücke vor Ort und das nicht nur von den Fans, sondern auch von den offiziellen Leuten, sodass man nicht nur von den vorhandenen Tatsachen gesetzt wird, wie eben nur Trailer. Hier ist der Trailer von der Presseabteilung, guckt euch den an und so. Also die haben eine eigene, ich bin mal da gewesen vor vielen Jahren, kann man ja sagen, ist schon ein paar Jahre her, über 10. Die haben eine eigene Film- und Tonabteilung. Das ist auch wichtig. Davon leben sie. Genau. Das sind auch, dass die Studios, die dort eben Material und Menschen zur Verfügung stellen, das so möchten. Das soll ja beworben werden. Das ist, wir müssen ehrlich sein, das ist halt, wie ich immer so schön sagte, die Marktfläche. Und die Trailer, die du ansprichst, ist, wie sagt man heute so schön, der letzte heiße Scheiß. Genau. Also richtig. Und dann kennst du ja noch Kollegen, kennt man Kollegen, die ja drüben sind oder gewesen sind, wo man auch Eindrücke erfährt. Richtig. Was auffällig ist, ist, dass nach wie vor interaktive Spiele, Computerspiele oder so eigene Messen haben, auf der Comic-Con nicht ganz so bedient werden. Da war die E3 in Los Angeles, genau. ja auch im Mai. Und die konzentrieren sich jetzt hauptsächlich erstmal, obwohl es Comic-Con heißt, Comics natürlich auch. Das ist aber auch eine eigene Sparte, welche Comics neu kommen. Die ganzen Verlage sind natürlich auch da. Aber die haben sich dann natürlich spezialisiert, dass viele TV-Serien und viele Kinofilme dort Premiere haben. Klar, sind natürlich mittlerweile viel eng verbunden mit Comics, mit dem Retro-Feeling, mit der Nostalgie. Aber es sind halt keine Fanveranstaltungen. Die Comic-Con ist eine ursprünglich mal auch von Fans entstanden und war ja am Anfang das Wort Nerd. Wir wissen alle, unsere Freunde aus Pasadena wohnen zwischen Los Angeles und San Diego und sie sind jedes Jahr zur Comic-Con gegangen, sonst wären sie, glaube ich, in Ohnmacht immer gefallen. Also, ganz genau. Aber es ist eine Business-Plattform. Es ist eine Business-Plattform geworden, das seit 10 Jahren auf jeden Fall sehr viel stärker. Deswegen auch diese hervorragenden Film und Ton und Bilder und alles Mögliche, was es dort gibt. Das wird von Profis gemacht. Es ist eine Marktfläche, die 4 Tage dauert. Die Hotelpreise nur für einen, wenn die manche von euch jetzt mal denken, oh, fahren wir doch mal eben rüber. Hotelpreise zwischen 800% und 900% für diese 3 Tage oder 4 Tage höher. Man muss eigentlich auch schon einen Tag vorher da sein. Ja. Es sind große Hallen, so wie bei uns. Aber das ist ganz ehrlich, das ist, wenn wir hier die in Deutschland zum Beispiel die German Gamescom, die Leipziger Buchmesse haben, da sind die Hotelpreise auch um 25-30% teurer. Aber in dem Moment. Und du musst sie ein Jahr, das stimmt, aber du musst sie über ein Jahr vorher buchen, damit du überhaupt ein Hotel in der Nähe kriegst. Also das, aber egal, wir schweifen zu sehr ab. Genau. Der zweite Trailer, den ich gesehen habe, den wirst du wahrscheinlich nicht auf deiner Liste sofort gehabt haben, war The Walking Dead Movie. Nichts gezeigt, aber ein Satz: Rick Grimes is back. Mhm. Wir wussten, er hat ja die Serie verlassen. Und es war ein TV-Event-Movie geplant. Man sprach von einem Dreiteiler, der jetzt im Herbst sogar kommen sollte. Ein Special, wo es sich, die Geschichte hat, na klar, um Rick Grimes dreht. Jetzt kommt er ins Kino. Haben alle überrascht. Ich meine, klar, wir können nichts sagen, wir haben nichts gesehen. Es ist Walking Dead. Es wird sicherlich eine spannende Geschichte werden, die. Also ich denke, es ist ein Versuch. Also man muss ja sagen, The Walking Dead ursprünglich so halbwegs aus dem Kino ins Fernsehen gestolpert. Es ist jetzt, eigentlich wäre es dann ein Rückschritt, wieder ins Kino zurück. Er hat, was viele vielleicht nicht wissen, er war in Großbritannien ein sehr erfolgreicher Theater- und Fernseh- und Kinodarsteller, aber eher immer so der zweiten oder dritten Reihe. Dann hat er sich entschlossen, eben diese Rolle anzunehmen, wo alle gesagt haben, bist du verrückt? Dann musste er diesen Akzent lernen und war ja am Anfang eigentlich nur im Bett, bis er dann durch die Gegend stolperte und die Welt sich verändert hatte. Und seine Welt veränderte sich mit. Er ist so berühmt geworden, er hat es durchgezogen, viel mehr Staffeln, als ich je erwartet habe. Als er dann ausgestiegen ist, war das für mich schon ein bisschen überraschend. Ich habe schon gedacht, er steigt zusammen mit seiner Nebendarsteller, Hauptdarstellerin, Partnerin aus, die jetzt wohl die nächste Staffel aussteigen wird. Im Moment aber die Figur neben Jeffrey Dean Morgan ist. Der Film schreibt eigene Gesetze. Es ist vom Autor und Zeichner der Comics. Es gibt es ein Ende. Ich denke, das wird in der Serie ein bisschen anders verlaufen. Es gibt eine Ablehnung. Also die Serie ist ja jetzt offiziell ist das Comic beendet worden. Genau.
Und die haben schon verlauten lassen, also dass es in der Serie anders wird. Die kleine Maus, die da die Tochter von Rick Grimes spielt, ist ja nach wie vor da. Sie trägt auch den Hut, den der verstorbene Bruder dann nicht mehr getragen hat. Ich vermute mal, da das schon ein kleines Mädchen wird, dass es vielleicht irgendwann mal so einen kleinen Sprung gibt, dass die dann so 10 oder 12 ist. Wir müssen nochmal sagen, es ist Andrew Lincoln. Mir fiel gerade auf, dass wir vergessen, wir immer von R und Rick Grimes reden, aber der Schauspieler heißt Andrew Lincoln. Ja, also Andrew Lincoln, für alle, die tatsächlich Liebe kennen, hat der mal Keira Knightley anschwärmen dürfen und nicht bekommen, aber er hat eine wirklich sehr schöne sprachlose Szene, wo er lauter so Blätter immer abzieht und ja, am Ende geht, weil sie eben einen anderen liebt und auch jeder geheiratet hat. Genau, und der Weihnachtsklassikerfilm eigentlich. Und er ist weltberühmt geworden, nur damals war es eben nicht. Er war eben in England bekannt und auch beliebt und sehr sympathischer Mensch. Aber er war nicht der Superstar, der er heute ist. Das ist Nein. natürlich inzwischen anders. Also The Walking Dead hat für viele der Schauspieler dort viel verändert. Es ist ja auch eine Serie, die zu den Serien gehört, die auf hohem Niveau sind. Die geben selbst zu, sich einfache Locations, Locations gesucht, die nicht teuer waren, die teilweise sogar zerstört wurden, weil sie brauchten ja diese zerstörten Sachen oder abgerissenen, am alten Gefängnis, was abgerissen werden soll, haben sie gedreht. Und all diese Dinge haben sie gut gefunden. Was man sich hier bei uns nicht so vorstellen kann, es gibt da drüben Geisterstädte. Es gibt, also eine der berühmtesten ist wahrscheinlich die Autostadt Detroit, die also Außenbezirke haben, wo sich die Polizei, glaube ich, nur noch in Panzerwagen reintraut und davon mindestens 3 oder 4. Und ansonsten sind das Orte, die einfach kaputt sind, wo hohe Maschendrahtzäune drumherum sind. Und da sieht es wirklich aus wie... Es nicht nur diese Städte, die durch zum Beispiel Kohlebrand, diese Schwelbrände immer noch gesperrt sind, aber es gibt dort auch welche, die, man sagt ja, so wie auch nach der Goldgräberzeit, wenn das vorbei war, haben viele Städte verlassen worden und viele sind in die Großstädte gezogen. Aber gut, Walking Dead, wir haben noch keine Bilder gesehen. Aber ich denke... Das wird spektakulär werden, das wird... Also er wird auf jeden Fall sein Publikum finden und es wird ein interessanter... Crossover sein, wie man heute so schön sagt. Und warten wir es ab. Es kann natürlich auch in die Hose gehen. Wir sehen es. Das ist ja mit allem der Fall. Denn die Serie aber Fear the Walking Dead, Walking Dead geht weiter und die knüpfen sich ja immer mehr zusammen. Genau, das wird irgendwie jetzt was zusammengelegt, aber Richtig. Das ist was anderes. Walking Dead kommt ins Kino. Das war eine Überraschung. So, dann kam Jay und Silent Bob Reboot. Ja. Kevin Smith bringt sein Ask If You-Universum zurück. Dazu möchte ich anmerken, weil im Moment ja sehr viele Serien in der Wiederholung waren. Wir reden von oder sprechen von Kevin Smith, dem Schauspieler, der nicht in Xena und Hercules mitgespielt hat. Der Mann ist aus Neuseeland und ist leider an einem tragischen Unfall an einem Set in China gestorben. Genau, das ist ein anderer. Es geht also um diesen sehr kauzigen, nerdigen Herrn aus den USA, der auch Drehbuchautor ist. Genau. Ich glaube, Clerks. Zuerst aufgetragen, genau. War das auch, wo die Figuren eben halt vorgestellt sind. Mallrats, der jetzt auch zitiert wurde, der sogar in Captain Marvel zitiert wurde, als Stan Lee im Bus saß, der hielt das Mallrats Drehbuch in der Hand, was auch eine Ehre dann Kevin Smith gegenüber ist, muss man dazu sagen. Es ging ihm immer ein bisschen um Comics, um abgedrehte Charaktere, gut, und es ging auch um Kiffen, weil die beiden Hauptfiguren waren halt ein bisschen durchgeknallt und am Kiffen. Und sie sind Drogenhändler, also ich würde nicht sagen, die sind halt aber auch so diese Lebemenschen und so weiter, und er hat es ja, Kevin Smith ist nicht nur Schauspieler gewesen, er hat besitzt einen echten Comicladen, der auch teilweise dann die Kulisse war. Er ist die Comic-Con. Du kommst an Kevin Smith auf der Comic-Con nicht vorbei. Also er macht da für die berühmte IMDb die Interviews. Da, Comic, das auch. Er ist Comic-Nerd schlechthin. Seine Tochter heißt Harley Quinn. Ja. So viel Mut muss man dann haben, und dann das beweist es natürlich auch. Und eine Frau, die es mitmacht. Ne? Also, also auf jeden Fall... Er hat eben halt diese Filme gemacht, und es ging ihm ein bisschen auch immer um Comics und dieses Ganze schon damals. Und jetzt gibt es einen Reboot des Ganzen, aber er ist natürlich nicht Kevin Smith, wenn er nicht alle deine Leute zurückholt. Also Ben Affleck aus Mallrats ist zurück. Wir sehen wieder, wir sehen Matt Damon im Trailer. Wir sehen Jason Lee, eine der Hauptfiguren aus Mallrats. Genau. Wir sehen Shan Elizabeth, berühmt durch American Pie, aber sie spielte auch in Dogma mit. Richtig. War das Dogma. Genau. Sicherlich
Auch ein Film, den alle nicht so haben sehen, kommen sehen. Hier in Deutschland muss man gestehen, oder in der deutschen Sprachblase, wenn man sagt, nicht ganz so erfolgreich. Also man muss dazu sagen, der Film Clerks hatte in Deutschland den Beititel Die Ladenhüter. Nomen est Omen, der Film war nicht so... Er ist auch nie wirklich erschienen, auch später. Also es gibt auch keine vernünftige, ich sage, Blu-ray-DVD-Veröffentlichung, bin ich der Meinung. Korrigiert mich in den Text oder in den Kommentaren, wenn jetzt was ist. Aber das war halt einen Kultstatus bekommen. Und mittlerweile haben die natürlich auch hier in Deutschland ihre Fanbase, aber es war gewöhnungsbedürftig damals aus unserer Sicht vielleicht. Unabhängig davon, Dogma war auch in Deutschland sehr erfolgreich, als Komödie, total abgedreht. Er hat auch Star Wars aufs Korn genommen und jetzt nimmt er auch schon wieder Hollywood aufs Korn. Ja. Story, irgendwie das Leben von Jay und Silent Bob wird als Kinofilm gemacht. Sie wollen natürlich da irgendwie Mitsprache haben oder das verhindern. Das wird nicht ganz klar daraus. Also ziehen sie durch die Lande und erleben sehr viel Chaos dabei. Und das ist wieder sehr viel abgedrehte Situationen. Und, Hollywood ist nicht Hollywood. Das heißt, Holly ist lustig, aber es ist eben nicht heilig und es wird alles... Es ist parodiert. Es wird wieder ein nerdiger Film werden. Es wird einfach eine lustige Komödie sein. Es ist auch ein bisschen ein Reboot, nicht nur ein Reboot, weil es veralbert das Wort Reboot ja eigentlich. Es ist ein neuer Teil, wo auf dem Vergangenen aufbaut und da wird nicht zwei neue. Aber es ist interessant. Sie sind halt alle älter geworden. Sie sind aber alle dabei und wenn er ruft, kommen, wie du schon sagst, seine Buddies. Also krieg mal eben so Matt Damon und Ben Affleck für so einen Film. Er hatte sie in Dogma bereits und davor und er ist mit denen gut befreundet. Und nicht umsonst ist er mittlerweile einer der beliebtesten Regisseure für die Serie The Flash. Korrekt. Selbst da gibt es einen Gastauftritt in einer Episode von Jay und Silent Bob, die da ein bisschen Chaos anrichten. Es ist so also, wie bei Alfred Hitchcock, man muss sich immer selber unterbringen. Sie dürfen auch mit dabei sein. Aber das war das. Wir warten ab, wir wissen nicht, ob der Film nach Deutschland kommt. Doch, der wird kommen. Ja, definitiv. Meinst du? Also großer Start? Ist, glaube ich, normaler Start, würde ich sagen. Aber er ist ja angekündigt worden vom deutschen Verleiher auch in dem Sinne, wird da kommen. Na, dann ich glaube, warten wir die Masse an Kinofilmen reißt nicht ab und er wird dazukommen. Und wir haben sehr viele Filme, die letzten die waren eher auch straight to DVD, also deswegen. Nee, die letzten waren alle ins Kino gekommen. Ja, sie haben einen Kinostart, aber ist egal. Ich möchte nicht sagen, dass der jetzt so unter den ersten 10 auf den ersten 3 gelandet ist. Also als ich meine Liste gemacht habe, guck gerade, wir gehen erstmal die Kinofilme durch, bevor wir auf die Serie gehen. Dann kam diese Ankündigung, nichts gesehen, aber Halloween. Zwei neue Filme, gleich zwei Filme. Ich habe gedacht, mit dem Trailer jetzt schon im Oktober, zum Halloween sein. Nein, der erste Film heißt Halloween Kills. Wir hören wieder Jamie Lee Curtis im Hintergrund und kommt im Oktober 2020. Dann haben Sie müsstest vielleicht erklären, was Halloween ist. Also wir sprechen jetzt also nicht von diesem wunderbaren Saturnalienfest, was jedes Jahr... Nein, wir sprechen von dem Serienmörder Michael Myers, der wieder in seine Kleinstadt zurückkehrt, um seine Schwester zu töten oder was auch immer. Und bevor er sie trifft er auch viele andere Maske. Menschen, die nicht gerne... Ja, oder nicht zurückkommen werden. Also es ist durch die Lach der langen Messer. Er hat immer irgendwie lange Messer. Also. Und gleich zusammen in diesem kurzen 1-Minuten-Trailer, wo man eigentlich nur die Musik, ein bisschen Richtig. Sound, ein paar Dialoge hört, wird auch noch Halloween Ends für 2021 angekündigt. Aber endet Halloween dann wirklich, das soll mal dahingestellt sein, weil man hatte ja schon mit Halloween H20 enden wollen. Und es ist Geld. Dann kam Resurrection und... Es ist Geld, er läuft zu diesem Fest. Man muss sich da drüben ja auch entsprechend spukig kaputt anziehen. Und, obwohl, er kommt ein bisschen eher raus. Er kommt Anfang Oktober, wenn der am 31. ja eigentlich Halloween ist. Also du musst diese Zeit, dass da beginnen gerade die Schulen wieder. Man muss ja sagen, in Amerika sind 2 Monate Sommerferien, Juli und August. Das heißt, September und Oktober steigen die ein. Das heißt, so gegen Ende Oktober, wenn Halloween ist, das ist so der erste kleine Bruch im Wintersemester, wo die dann alle mal so ein bisschen durchdrehen, Süßigkeiten einsammeln, sich auf Weihnachten und vor allen Dingen die große Fresserei zu Thanksgiving vorbereiten, bis dann Weihnachten kommt. Also das läutet sozusagen das Wichtigste in Amerika ein, nämlich die Festival Season. Also es gibt ja noch andere Feiertage, aber ja, ich glaube... Es hängt davon ab, der letzte Film ist hervorragend gelaufen. Der war
super gedreht. Jamie Lee Curtis war unglaublich. Und es soll ja an diesen Film mit Jamie Lee Curtis anschließen. Es soll eine Trilogie sein. Deswegen diese drei Teile oder diese zwei Filme, die noch kommen, die wahrscheinlich in einem Rutsch gedreht werden, damit sie da so das entsprechend sind. Das macht kostenmäßig, dass ich glaube, dass die Leute ihre Häuser genau. da auch nicht und noch zehnmal hergeben werden. Wenn man sowas schon ankündigt, rechne ich mit dem Cliffhanger in der Mitte. Also oder sie bauen irgendeine Nebenschiene auf. Also irgendwas. Es wird irgendwas kommen. Also es ist auf jeden Fall diese kleine Trilogie, die dann ihren Abschluss finden wird. Wir wissen... 2021 ist noch eine Weile hin, wir sind ja noch 2019. Wann war der erste? 1979 oder so? Da, und wir ich glaube, mit $500.000 nur gedreht und auf der Straße Handycam und ich weiß nicht was. Also und wenn man... Naja, Handycam, also damals gab es kein Handy, aber mit einfachsten Kameras. Ne? Handkamera, eine Handycam, Entschuldigung, keine Handykamera. Das Wort Handy gibt es in Amerika nicht, das heißt da Mobile Phone oder Cellphone. Aber es ist natürlich schnell missverständlich. Nein, aber wenn man bedenkt schon, diese auch wiederum, wie viele Jahre und es immer noch und die beliebt. Leute sind durchgeredet, du hast da wie viel... Trailer, den Trailer, den es nicht gibt, die Ankündigung unter einer Minute. Ja. Nur diese klassische Musik, man muss sagen, dieses fürchterliche Geräusch ist wahnsinnig, jeder hat es gerne so auf dem ikonisch. Telefon. Ist also das, jeder weiß sofort auch, was gemeint ist und verbindet das mit diesem wunderbaren Namen Mike Myers oder Michael Myers. Ja, nicht der Schauspieler. Nein, nein. Der macht sich später mit gerne rum. Und der ist Kanadier. Genau. So, ich habe den nächsten Film. Der hatte mich auch überrascht, aber gut, ich bin kein großer Fan davon. Cats. Oh mein Gott, ja. Die Musical-Verfilmung, Top-Besetzung. Um kurz zu beschreiben, das ist ja ein Gedichtband, der dann als Musical eben halt von Andrew Lloyd Webber verfasst wurde. Wir haben auf den Bühnen in Hamburg, hat das Jahrzehnte gespielt, also dieses Musical. Also man muss sagen, der österreichische Schauspieler Peter Weck hat das Format Musicals nach Europa geholt. Erst in Wien, da war Cats eine ganz, ganz berühmte. Dann kam es nach Hamburg, da wurde extra ein Musical-Theater für umgebaut und entsprechend gestaltet. Die Musik ist, also zumindest zwei oder drei Titel hat inzwischen Barbara Streisand aufgenommen. Memories ist also der hin. Und als Musical in der Kulisse hat das super funktioniert damals. Es hat irgendwann angefangen zu schwächeln. Das hängt natürlich damit, die laufen dann 10 Jahre erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob Musicals heute so erfolgreich noch sind. Und dann ist man jetzt auf die Idee gekommen, das zu verfilmen. Und darüber müssten wir vielleicht mal reden. Also Verfilmung, kurz gesagt, in Amerika scheint so eine kleine Musical-Schiene oder gerade wieder was zu kommen, weil West End Story wird gerade von Steven Spielberg verfilmt. Ist Mary ja auch ein Poppins gab es einen zweiten Teil. Gut, Mary Poppins ist Musical ja hinterher, aber es waren ja so Musikfilme von Disney. Jetzt haben wir jetzt Cats. Cats ist eine Mischung aus Realfilm, in dem reale Kulissen aufgebaut wurden, aber diese Katzen, das ist dann, die stecken die Schauspieler in Motion Capturing-Anzügen und haben dann eben halt, sehen so leicht vermenschlichte Katzen aus. Somit sind die Gesichtszüge der Schauspieler übergroße natürlich zu Kulissen, sehen. Kulissen, also es ist von den Machern, die auch die Kulissen für Harry Potter und diverse andere also Filme. In der optisch waren es sehr, sehr interessant. Sehr interessant, sehr riesig, sehr groß, also die Welt der Menschen natürlich für eine Katze übergroß entsprechend. Und dann hat man, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, denn die Musik ist bahnbrechend genial. Also alles, was ich bisher gehört habe, fand ich toll. Der Gesang ist unglaublich. Von der Optik her hat es mich noch nicht so überzeugt. Also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Dasselbe Problem hatte ich beim letzten Pirates of the Caribbean, wo Salazar und seine Mannschaft, die dort rächend auf dem Schiff ankamen, ja so ein bisschen verwässert, vermutet. Ja, also teilweise wie unter Wasser eine Kollegin in Amerika meinte, ob die Fotos damals einen Glitch hätten, also ob die nicht so richtig klar wären. Das hat man bei den Katzen auch so ein bisschen, also man ahnt die Gesichter, weiß, wer sie sind. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist noch in einer frühen Phase. Richtig. Der Film ist noch nicht draußen. Es ist oftmals eine Vorrenderung des Ganzen. Es ist noch nicht diese finale, abgestimmte Optik. Die Farben Optik. Sind vor allen Dingen noch nicht richtig. Man hat sich
und das war die für uns und wahrscheinlich weltweit die größte Überraschung, man hat sich an den Kostümen der Musicals orientiert. Und wer mit denen nicht zurechtgekommen ist, die nicht mochte, der wird mit dem Film optisch seine Schwierigkeiten haben. Also alles, was man hört, grandios. Es wird noch dran gearbeitet werden. Ich muss auch den ganzen Film gesehen haben, um ehrlich zu sein, ob ich ihn gut finde oder nicht. Also wir haben natürlich da Topstars wie jetzt Judi Dench oder auch Ian McKellen, Idris Elba, die dabei selbst sogar diese Schauspieler singen. Sie werden jetzt nicht mit einer Singstimme ersetzt. Oscar-Preisträger, einer nach dem anderen. Und BAFTA Award, es wird in England gedreht. Deswegen ist auch die Frage, ob der Film wirklich ins Deutsche kommt, sondern wie vielleicht auch Les Miserables damals, wo man ihn mischt zwischen Synchronisation und Originalgesang mit Untertiteln. Aber das wird sich zeigen irgendwann. Aber die Frage, die sich stellt, ist, also ich habe es ja gerne, wenn ich so einen kleinen Appetit habe, so einen Mini-Teaser kriege, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber wenn ich ein so umfangreiches Projekt habe, und da wäre ich wirklich mal neugierig, was deine Zuhörer dazu sagen, ist es da nicht zu gefährlich, dann schon so viel preiszugeben? Hätte es nicht gereicht, dass man vielleicht also diese Darsteller der Katzen als Schatten durch die Kulissen hätte hüpfen lassen, also man angedeutet hätte und nicht gleich Dame Judi Dench so sieht und sie sieht ein bisschen, weil sie ja nun auch diese sehr alte Katze spielt, die kurz vor dem Tod ist, traurig und so habe ich sie lange nicht gesehen und ich war schon ein bisschen, sie sieht sehr zerbrechlich in der Rolle aus, das ist klar, sie soll das auch spielen und sie spielt das auch bestimmt sehr gut, nur mag ich das und die Frage ist, ist die Musik von Andrew Lloyd Webber, ist das im Moment noch hip? Ist das, wie ich vorhin sagte, der letzte heiße Scheiß oder ist das so ein bisschen aus der Mode gekommen? Das wäre jetzt aber eine Frage, die nur die Zuhörer bei, weil ich habe an dem Trailer gekaut, habe ihn dann immer nebenbei und dachte, die Musik finde ich ja genial, super. Miss Hudson spielt mit und singt, die ist unglaublich, Idris Elba. Manchmal ist man erstaunt, ob die singen können, weil man hat sie ja, sind ja ein paar 80% Sänger. Filmen siehst du sie ja nicht singen, nur reden. Ja, aber also die kann singen, ne? Also ja. Das war klar und ja, da bin ich neugierig, dass du verantworten kriegst. Also ich habe an dem Film, das hat mich noch nicht so gerissen. Also das Katzenfutter reißt mich nicht vom Hocker. Ja, lass uns überraschen. Genau, es kommt, ich brauche vielleicht noch eine Dose Whiskas. Dies Jahr nicht mehr, glaube ich, im nächsten Jahr. Auch im nächsten Jahr, es ist fast alles nächstes Jahr. Genau, dann haben wir Ad Astra. Was sagst du dazu? Brad Pitt reist zu den Sternen. Welche Frau wünscht sich das nicht mit Brad Pitt zu den Sternen? Was für ein schöner, genialer, lateinischer Titel. Ad Astra. Ja, zu den Sternen. Das geht nicht auf der Zunge so sehr, dass ich mich versprochen habe. Ja, aber das Projekt ist älter. Es ist schon eine ganze Weile. Man muss dazu sagen, leider ist die Firma 20th Century Fox verkauft worden. Die Firma Disney hat sie gekauft. Dadurch wurden viele Filme geschoben, hingeschoben, zurückgeschoben. Ich muss jetzt dazu sagen, nach den Trailern, das sind ja inzwischen zwei, erwarte ich jetzt nicht so einen reißerischen Sci-Fi-Blockbuster. Es wird eher so die ruhigere genommen. Es wird wirklich bahnbrechende Aufnahmen geben. Also das, was ich bisher gesehen habe, was man auf die Bühne gestellt hat, um den Herrn also so auszuleuchten, dass man das Gefühl hat, er hängt da wirklich im Weltall und repariert gerade sein Schiff. Toll. Ich muss sagen, mich hat der Film an Gravity erinnert. Korrekt. Gravity, als ich den Film, ich durfte ihn damals bei Warner direkt sehen, weil ich darüber schreiben musste, vorab. Es war noch nicht viel veröffentlicht worden zu dem Zeitpunkt. Musste damals auch Verschwiegenheitsklausel und alles unterschreiben. Du musst dazu sagen, Sandra Bullock, George Clooney, genau. Beide zusammen natürlich, wo Sandra Bullock eine sehr große Solo-Rolle hatte. Ich war beeindruckt. Der Film hat mich sofort mitgenommen. In der habe ich mir aber gedacht, er ist super, der Film. Und das war großartig. Und die Musik und alles harmonierte. Nur spricht er das Publikum an, dass das ein Blockbuster wird, dass das erfolgreich wird. Das konnte ich schwer einschätzen. Aber hat es funktioniert. Sie hat einen Oscar gekriegt. Der Film ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und er hatte genau das geschafft. Er hat die Menschen mitgerissen. Richtig. Und in diese Welt. Ad Astra kann genau so laufen, dass er die Leute mitreißt. Nur ist Gravity wie viele Jahre her? Das ist ein paar Tage. Das ist auch schon zig Jährchen. Vier, fünf Jahre ist das schon her. Kommt hin. Und wir sind weiter.
Das heißt natürlich auch, die Bilder sind noch realistischer geworden, fotorealistischer. Also das ist es. Der Film ist etwas anders. Wenn ich das jetzt ohne zu viel preiszugeben sagen kann, also es fängt auf der Erde an. Er ist in einem Raumfahrtprogramm, er ist verheiratet und er bricht dann auf, um jemanden zu suchen, nämlich seinen Vater. Und der Vater hat mit dem Raumfahrtprogramm und dem Weltall und ähnlichen Dingen so seine Schwierigkeiten gehabt, ist vermisst. Er spielt jemanden, der nicht so ganz taufrisch mehr ist, sondern er ist schon etwas älter. Und es ist, Gravity ist sicherlich ein gutes Beispiel, aber es ist ein hervorragender Film. Kann er natürlich noch nicht in der vergleichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Brad Pitt hatte ja mal so ein bisschen den Faden verloren, wo er so seine Schauspielkarriere hinsetzen wollte. Und ich glaube, den hat er inzwischen wiedergefunden. Er ist jetzt neben Leonardo DiCaprio auch in Once Upon a Time in Hollywood zu sehen. Ab, ich glaube, nächste oder übernächste Woche startet der Film bei uns. Müsste kommen. Und die sind wie Rotwein. Also die werden mit jedem Jahr besser. Und da gehört er sicherlich dazu. Er rehabilitiert sich, wie man in Amerika sagt. Bei mir würde ich einfach sagen, er macht da weiter, wo er mal vor ein paar Jahren aufgehört hat. Und das dazwischen vergisst man am besten. Und der wird eine Marke wieder werden. Also ich glaube, dass der mit zumindest Once Upon a Time in Hollywood, also wirklich einen Markenstein hinterlassen wird. Und Ad Astra ist dann sozusagen das Sahnehäubchen drauf. Ich habe den Film noch nicht zu Ende gesehen, deswegen werde ich hier nichts verraten können, Nein. weil ich nichts weiß. Es liegt ein solides Drehbuch vor und es ist sicherlich nicht der Knaller, es ist ein ruhigerer Film, aber schauspielerisch, Tommy Lee Jones spielt noch mit und so, das ist schon... Tommy Lee Jones, das hat mich an Space Cowboys plötzlich erinnert. Ja. Als ich gesehen habe, Space Cowboys hatte ja auch so eine Rolle und es gibt auch so ein paar Anleihen, wo man sagt, könnte es in diese Richtung auch mit Elemente benutzen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass es eher so ein Systemkritiker spielt, den Systemkritiker spielt. Das Geheimnis scheint ja zu sein, dass irgendetwas in diesem Weltraumprogramm nicht so läuft oder nicht so sauber also da, ist, wie man... Warten wir es ab. Es ist Science-Fiction. Also es scheint auch ein Thriller-Element dabei zu sein. Mhm. Also ich würde sogar eher so typmäßig so ein bisschen wie bei Avatar. Keine also Verschwörung. Genau, es gibt da so einen Revoluzzer im Hintergrund und also, anscheinend lebt er noch. Also das sind natürlich jetzt unsere Eindrücke genau. von dem, was wir gesehen haben als Trailer. Aber wir spekulieren, also da verlassen wir dann auch lieber den Weltraum wieder und kommen genau. auf den Boden zurück. Genau. So, für mich auf meiner Liste jetzt von den Kinofilmen ist The Kingsman. Ja, da also bist Einzahl, du. Da musste ich eigentlich die Fragen stellen, weil wir beide genau. wissen, du bist der Spezialist für... Aber kurze Zusammenfassung, die Damen, The Kingsman ja. ist jetzt die Vorgeschichte von Kingsman 1, beziehungsweise The Kingsman, The Golden Circle. Ja. Und das erzählt aber nicht jetzt die Vorgeschichte wohl von Harry Hart, also von Colin Firth, weil es spielt im Ersten Weltkrieg. Das ist die Gründung, oder auch davor, um die Kingsman. Richtig. Wie werden sie diese ganz berühmte Truppe erneut von Matthew Vaughn inszeniert, geschrieben auch von ihm und von den Autoren, auch von Mark Miller wieder mit, der die Vorlage als Comic geschaffen hat, The Secret Service, wie er damals überhaupt nur hieß, dieser Comic. Ralph Fiennes spielt jetzt eine der Hauptrollen. Also interessant, weil nachdem er M geworden ist bei James Bond, spielt er jetzt auch noch im zweiten großen Geheimdienst der Majestät den Gründer und Chef von Skanze, wollen wir mal so sagen, aber er ist wieder in dem edlen Zwirn und maßgeschneiderten Anzügen und dem Teetassen haltenden Stil. Genau, und es ist jetzt wohl so, dass natürlich da auch eine ganze Menge, also die ganze Geschichte erzählt, wie sie das in Britannien während des Ersten Weltkriegs oder davor eben halt gegründet haben und wie sie dann zum ersten Mal agieren, wie sie eigentlich überhaupt die Grundzüge schaffen, Kämpfe lernen, diese ganze, ja, diese leicht fantastische Note bringen sie natürlich auch rein und haben sie da, wir sehen Rasputin kämpfen sogar, also er und ja. die Zarenfamilie, das heißt, es spielt irgendwie was mit in Russland oder es hat mit Russland zu tun. Wir sehen sagen, aber auch ja. die bösen Deutschen, nee, die Deutsch ist vielleicht nicht ganz richtig, es sind Preußen, es das sind ist das Preußen, Kaiserreich. Das Kaiserreich, das allerdings zumindest, also was, es ist halt im Fantasy-Bereich. Also man vermischt genau. da auch ein bisschen Elemente aus dem Zweiten Weltkrieg schon. Es geht sicherlich um Grabenkriege, diese unsäglichen Kriege da in Belgien,
wo Menschen und Material nicht gescheut worden sind, wo zigtausende auf beiden Seiten Verdun und ähnliches, also wer heute noch über diese Felder gibt, da wächst heute noch kein Baum, so kaputt ist es da und es ist gruselig und er hat das sicherlich in eine etwas komischere Note. Nun ist der Erste Weltkrieg in Großbritannien ist sehr, sehr wichtig. Also es wird jedes Jahr, es gibt diese Poppy Flower Ceremony, das sind Mohnblüten, weil man muss dazu sagen, in den Feldern von Verdun blühten damals Mohn, also nicht der Mohn, der Rausch herstellt, sondern einfach nur normale Mohn- und Kornblumen. Und das war also die Blume, die am längsten durchgehalten hat. Das heißt, man gab es in diesen zerschossenen Feldern ab und zu so eine rote Klatschmohnblume. Und sowohl die deutschen als auch die englischen Soldaten haben einfach mit diesen Farbsymbolen, das war so ein Hoffnungssymbol, ist es dann zum Schluss geworden. Und das ist heute noch, um Spenden eben zu sammeln. Bei uns gibt es die Kriegsgräberfürsorge. Und dort wird sich um diese Dinge gekümmert. In Großbritannien wird Geld für so etwas gesammelt über diesen Verkauf dieser roten Blumen. Das findet also einmal im Jahr statt. Da nimmt sich auch die königliche Familie nicht raus. Also die sind dann immer dabei. Und das ist also so das sichtbare Zeichen. Und wenn man in England ist, sollte man zumindest auch mal so eine Pappblume oder Plastikblume kaufen. Ist alles immer schick made in China, nicht made in Großbritannien. Aber ja. Also die Engländer, unabhängig jetzt von dem Film, wir schweifen auch schon ziemlich ab, ich habe auch dort viele themenbezogene Geschäfte manchmal gesehen. Ich war zur Februarzeit da, es war Valentinstag, es gab Geschäfte, die sich nur um den Valentinstag dann drehen. Die sind auch dann draußen wieder, sie eröffnen nur für diese Zeit mit ihrem ganzen Merchandise, mit den ganzen Geschenksachen und so weiter. Aber gut, wir haben jetzt diesen Film. Aber man muss sagen, also so wie in Amerika diese Kekse von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern verkauft werden, verkaufen Schulkinder und teilweise eben Organisationen diese roten Blumen. Das Geld wird dafür benutzt, um die Kriegsgräberfürsorge hüben wie drüben zu pflegen. Und das hat jetzt nichts mit Matthew Vaughn und seinem Film zu tun. Ich bin sehr gespannt. Wir haben einen sehr interessanten neuen Hauptdarsteller, Jung, weil es ist dann nicht Eggsy. Eggsy ist nicht dabei. Den gibt es noch nicht. Es ist auch noch nicht sein Vater. Viele haben ja spekuliert, das ist die Vorgeschichte vom Vater. Der war aber in der Ausbildung noch ein bisschen, der Vater. Er war noch nicht, das war ein bisschen nicht voll genannt worden. Aber egal. Ja. Wir haben jetzt die Kingsmen eben halt, hast ja auch noch. Interessant. Interessant ist aber auch, es hat ja immer Frau Vaughn, Claudia Vaughn, mit produziert. Insider wissen, das ist Claudia Schiffer, die Ehefrau, die deutsche Ehefrau. Also Matthew Vaughn hat ja so ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu einem deutsch-germanischen. Insofern war es jetzt auch nicht verwunderlich, dass er Back to the Roots ein eher deutsches Thema rausgesucht hat. Und die produziert diesmal aber nicht mit. Und das fand ich schon wieder, dass ich dachte, da hat er sich andere Geldgeber suchen müssen. Und es wird interessant sein, wer denn da alles die Gegner sein werden. Denn wenn es denn zum Thema hat den Ersten Weltkrieg, wird es sicherlich auch um die ehemaligen englischen Kolonien gehen müssen. Wir wissen, dass also Hongkong damals eine englische Kronkolonie war, dass es Auseinandersetzungen in China gab, die Umstürze hin zum Kommunismus, was wahrscheinlich auch mit Rasputin und der Zarenfamilie dann da droht. Insofern wird das, glaube ich, ein sehr, sehr farbenprächtiger Film werden. Das auf jeden Fall. Wir haben ja natürlich da auch schon eine richtig tolle Besetzung. Ja, und sie haben wieder auch Geld ausgegeben. Also gerade für diese, es gibt ja diesen Laden für Kingsman. Also wer sich da in England mal aufhält in London, muss das mal eingoogeln. Verzeihung. Da kann man dann zu den Kingsmen gehen und entsprechend diesen Laden aufsuchen, der wirklich niedlich irgendwo in der New Bond Street, glaube ich, ist der, oder in der Bond Street. Und dort kann man diesen Herrenausstatter aufsuchen. Es spielt Gemma Atherton mit. Emerton. Oh Gott. Man kennt die auch aus James Bond Filmen. Und genau, da war in dem Film nach Casino Royale. Ich komme da jetzt auch gerade. Gut. Jetzt habe ich gerade Quantum Trost. Ein Quantum Trost, genau. Und Hexenjäger. Also Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Da war sie gut. Sehr, sehr gut. Und die spielt wiederum mit. Und da weiß man aber auch noch nicht, was das für eine Lady ist.
ob das nun die Partnerin ist, die Mutter vielleicht von den... Sie ist auf jeden Fall eine Kämpferin. Genau, sie kämpft. Für welche Seite, wussten wir noch nicht. Aber also der Trailer ist begeistert aufgenommen worden, aber war jetzt nicht so der Burner, wie man sagt. Also die Leute sind nicht verrückt geworden. Hier in Europa war das sicherlich so eine hübsche Draufgabe von der ganzen Nummer. Und ja, ich bin mal neugierig. Es ist jetzt der dritte Film. Golden Circle war der zweite. Genau. Lief hier in Deutschland sehr, sehr erfolgreich. Der erste ist hier in Deutschland eingeschlagen, damals wie eine Bombe. Den hatte keiner auf der Rechnung. Jetzt kommt ein neuer. Wie ist eure Meinung dazu? Meint ihr, dass die Vorgeschichte, also die Geschichte, bevor es Harry Hart und Exi gab, sondern die Gründe, ob das die Zuschauer in die Kinos locken wird, ist jemand wie Ralph Fiennes, der vor 25 Jahren mal Sexiest Man Alive war, zieht der heute noch solche Leute? Der war früher ein Megastar, so wie der englische Patient und was der alles gedreht hat, aber ja. Ja, hat natürlich immer so. Warum war ich so leise? Ich gebe zu, ich musste nochmal nachgoogeln, weil ich habe vergessen, wer der Hauptdarsteller war, der jetzt eben halt mitspielt. Und ich muss jetzt echt gucken, weil wir haben jetzt eine Menge neuer Namen dort und man ist schwer zu sagen, was sie kennen. Also, ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch, welche Schauspieler dabei sind. Gemma Arterton. Arterton, genau, du hast recht gehabt. Aaron Taylor-Johnson spielt mit. Harris Dickinson, Matthew Gode, Ralph Fiennes, Diamine Hornsou, der ja auch zuletzt ja auch bei Captain Marvel mitspielte und der berühmte Gladiator auch damals war. Tom Hollander spielt mit. Dann haben wir Stanley Tucci, ja, der ist das. Und wir haben Daniel Brühl sogar, Rhys Evans spielt mit, Charles Dance. Mann, das ist eine Besetzung wieder. Ja. Das ist immer natürlich praktisch, wenn man nebenbei, wir reden jetzt und dann gucken wir live nochmal nach, weil doch, man hat auf dem Notizzettel doch nicht alles vermerkt. Stimmt. Das ist natürlich das Und Ganze. Es sind eben neue Geschichte, also es ist ja auch nicht die Kingsman. Nein, genau, es ist die Vorgeschichte und man kann natürlich jetzt viel reininterpretieren, aber die anderen waren sehr überraschend mit einer bisschen abgedrehten Geschichte, die Charaktere standen im Mittelpunkt und es war auch visuell wahnsinnig beeindruckend. Naja, nun ist der erste Teil 5 Jahre, ja, 14 war das, ne? 2014? Nee, das ist schon etwas älter. Wir können schon fast mit 6 Jahren rechnen. Gut, naja, jedenfalls haben wir jetzt also nicht mehr den Secret Service. Nein, jetzt heißt es einfach nur The Kingsman. Genau, und jetzt ist es Ralph Fiennes, also wir gucken mal. Genau. Ja, ich habe die Frage gestellt, ich wäre interessiert, was die Leute denn davon halten und Aaron Taylor-Johnson, ja, ob der das dann so bringen wird, wie der doch sehr, 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 sehr begabte Sänger, Tänzer, Entertainer. Wir lassen uns überraschen. Genau. Taron Egerton ist halt eine andere Nummer, eine andere Klasse, also für sich. Welchen Kinofilm hast du noch auf deiner Liste? Oh, eine gute Frage. Lassen wir uns schauen. Ich gehe jetzt mal auf Filme ein, die ich vermisst habe, weil ich bin so ehrlich, ich habe ja vorhin gesagt, ich fand sie nicht so grandios, das sogenannte Line-Up, also die Auslegeware der Filmstudios. Ich habe zum Beispiel wirklich, wirklich vermisst, weil der Film bald anlaufen soll, nämlich 2020, und das ist ja nun in den nächsten 6 bis 7 Monaten der Fall, ich habe so ein bisschen Godzilla, nämlich den Klassiker, Godzilla vs. King Kong. Also den Kampf der Titanen. Man hatte in Skull Island damals die Ankündigung, ganz Kong genau. Ist nicht der Einzige, es gibt noch andere Götter. Also wir wissen aus dem Godzilla King of Monsters, genau. Da kamen sie ja schon vor, sie wurden im Hintergrund, es wurde Skull Island erwähnt, die Verbindung zu Skull Island war in dem Film abgerissen, das heißt, wir wissen nicht, was dort geschehen ist, die anderen Monster kamen ja alle und Godzilla hat ja gern gegen Gilgorat gekämpft. Genau, Mothra. Und es gibt Rodan noch, also es gibt auch im Godzilla... King Gildorat lebt vielleicht noch, also oder wird wiedergeboren werden, das weiß man ja nicht genau. Richtig. Man hat den abgeschlagenen Kopf gesehen bei Charles Dance.
Was nun daraus wird, das kann man sich überraschen lassen. Aber der Film war angekündigt, er ist in Produktion, es wird gedreht oder ist abgedreht. Also man vermutete, das war vor Ort ein Gerücht. Ich wiederhole, es ist keine klassifizierte, bestätigte Nachricht, aber es wird wohl ein wenig nachgedreht. Das kann sein. Waren vielleicht noch nicht zufrieden, noch nicht fertig. Die Effekte manchmal nicht so rüberkommen oder das Wetter war nicht so, wie man das sich vorgestellt hat. Egal. Aber den habe ich vermisst. Also den habe ich echt erwartet. Wo ich auch ein kleines bisschen mehr erwartet habe, ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit dem letzten sogenannten Reboot gehabt und insofern hatte ich mich darauf eigentlich gefreut. Es soll im Sommer nächsten Jahres Ghostbusters kommen. Und dieser Ghostbusters-Film wird wieder vom Originalregisseur und... Nein, er wird vom Sohn des Originalregisseurs geführt. Aber von Reitman, die Familie Reitman. Familie Reitman, genau. Das sind auch alle wieder dabei, sofern sie nicht verstorben sind. Richtig. Also die meisten denken Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Rick Moranis habe ich jetzt einziges noch nicht gehört, ob sie dabei ist, aber wäre natürlich schön. Aber es kam nichts. Es gab nur diesen Teaser-Trailer mit dem alten Auto und dass sie nächstes Jahr zurück sind. Eine Minute, irgendwas. Und wenn nur so ein gackernder Geister irgendwie durch die Gegend, um mal daran zu erinnern, dass das nächstes Jahr kommt. Also das fand ich schade. Das habe ich vermisst. Was ich auch vermisst habe, ist Dune. Denis Villeneuve dreht nochmal Dune. In einer Besetzungsliste, da wird einem ganz, ganz schwindelig, wenn man die ganzen Namen liest. Er verfilmt erstaunlicherweise nur die erste Hälfte des Buches, weil der Autor damals, der Film mit Jürgen Prochnow und anderen war sehr, sehr erfolgreich, aber er war nicht das, was man an Kosten erwartet hatte. Er war, glaube ich, seiner Zeit auch... Du meinst den David Lynch-Film? Der David Lynch-Film, der war ein wenig seiner Zeit voraus. Also man hat optisch war ja auch für viele sehr strange. Also Lynch hat natürlich so ein bisschen strange Style. Es ist ja auch immer so eine Frage, erwischst du die richtige Zeit für diese Thematiken? Und diese Fantasy, Science Fiction... Er ist ein bisschen depressiv. Ist natürlich ja auch, dann auch ganz anders dargestellt. Hat... Ich glaube, heute wesentlich mehr Leute mitgerissen dann, weil sie das ganz anders sehen als damals. Es ist so ein Film, der, auch wie Blade Runner, seine Zeit brauchte, das zu werden, was er ist. Ja. Blade Runner, wir reden heute vom großen Blade Runner. Damals war der auch an der Kinokasse nicht das, was man erwartet. Er brauchte seine Zeit. Europa, Festland Europa, da war der von Anfang an erfolgreich, weil... Ja, selbst das Harrison Ford war skeptisch, mochte seine Rolle nicht. Wie viele Fassungen gibt es inzwischen? Genau. Den Cut und den Cut, also... Also in dem Sinne ist das natürlich dann immer so ein bisschen, ja, anders zu sehen. Aber es ist, also da sind Leute wie Dave Bautista dabei bei diesem neuen Film. Es ist diese Zendaya, die... Da singt und tanzt Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, genau, Oscar Isaac, also David Tennant. Wir reden hier von einem Preisträger nach dem anderen. Der Film soll nächstes Jahr starten und es kam nichts. Genau. Und das fand ich ein bisschen schwach. Also es hätte mir wahrscheinlich so ein bisschen Wüstensand, ich bin jetzt ganz bescheiden, mir hätte Wüstensand und eine Melodie gereicht. Ja, natürlich. Man hätte nur den berühmten Wurm durch die Wüste... Blaue Augen, diese markanten... Genau, man hätte... Es kam ja nichts dazu. War nicht Was so. Soll ich war, dazu sagen? War wirklich nicht so. Also da war ich wirklich... Und dann kommen wir zu meinem absoluten Tiefpunkt, der mich fast in eine Depression gestürzt hat. Ich betrauere schon. Ja, ich brauchte viel Beilehren. Es gab nichts zu Star Wars. Ja, gar nichts. Ruhe. Nichts. Es gab nichts zu The Mandalorian. Es gab gar nichts zu The Mandalorian. Wir haben inzwischen ein paar Trailer gesehen. Wir wissen das also. Es gibt einen Teaser-Trailer für den Star Wars, der im Dezember diesen Jahres 2019 kommt, gesehen. Anteaserungen, wie gesagt. Es gab ein, zwei Interviews mit Mark Hamill, wo er gesagt hat, er kommt zurück. Er war aber auch sehr grantig da, also keine Ahnung, wie er es diesmal auffasst. Er hat auf Instagram auf Wunsch seines Sohnes ein Foto gepostet, wo er am Set ist. Und da haben viele ihn darauf angesprochen, hast du nicht Angst, dass du Ärger kriegst? Und er meinte, wieso, ich bin Luke Skywalker, was glaubst du denn? Also der steht inzwischen über der Sache. Natürlich, ja. Aber also es kommt Leia Morgana, es ist der letzte Film mit Carrie Fisher. Wir werden lauter Aufnahmen sehen, die schon gedreht waren, die eigentlich in einen anderen Film sollten.
Genau, es sind einige Sachen da, die sind vielleicht ein bisschen verändert worden, damit sie passen zu dieser Szene. Ich habe nur Kylo Rens Schwert gesehen, bin ich ehrlich. Genau, man sieht, wie Rey über einen rasenden TIE Fighter jumpt. Ja, springt, also wie Xena früher Sprünge macht. Ja, die können ja durch die Macht höher springen, weiter springen. Das ist ja jetzt, die Macht hat sich ja ganz und gar verändert. Also das war natürlich so eine Sache, wo ich sage... Aber es sind auf der Comic-Con sind sehr viele Stormtrooper, da sind die neuesten Ausrüstungen. Bei dem letzten Film hat J.J. Abrams den Leuten da auf der Comic-Con ein umsonst Konzert geboten, wo sie alle noch ein kostenloses Laserschwert geschenkt kriegten, damit man eben optisch... Und jetzt nichts. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, aber nachdem Solo nicht funzte. Man ist ja aber auch das einerseits, dann auch wieder Disney mit eigener Veranstaltung. Ja. Es gibt die Star Wars Celebration, die war im Mai auch eine Riesenfeier. Ja. Da haben sie nichts, auch nicht viel angekündigt. Da kam der Teaser-Trailer, gerade zu The Force. Ja. May the Force, also 4. Mai, wo immer sehr gern gespielt wird. Das ist auf jeden Fall das. Aber keine Ahnung, wir lassen uns jetzt überraschen. Dezember kommt Star Wars. So, jetzt habe ich eine Frage an dich. Muss ich ja mal stellen. Stell die Frage. Resident Evil, dein Lieblingsregisseur, deine Lieblingsdarstellerin, haben jetzt ein neues Franchise, nämlich Monster Hunter. Was sagst du zu Monster Hunter? Monster Hunter. Ja, also Monster Hunter selbst, es hat mich ein bisschen schockiert auf eine Art, weil Monster Hunter ist eine Fantasy-Welt. Es spielt nur in der Fantasy-Welt, wo... Also nicht auf der Erde, die reisen da irgendwie hin, ne? Es ist eine alternative Welt im Computerspiel. Es ist ein sehr erfolgreiches Computerspiel von Capcom. Es ist eben halt, es geht um eben halt, man spielt einen Jäger, er ist namenlos, man gibt ihm selbst einen Namen, er redet kaum oder so, kannst Mann, Frau entscheiden, baust du deine Rüstung auf, bist auch immer in Rüstungen entsprechend dann, Waffen und tötest diese Monster. Mit diesen Monstern machst du wieder Sourcen erstellen, um neue Kräfte, neue Fähigkeiten, neue Waffen zu erstellen, um weitere Monster zu killen sozusagen oder so. So ist es eigentlich im Groben, das Ganze. Es gibt natürlich so eine kleine Rahmenhandlung, ein paar Charaktergeschichten, aber im Groben ist es eben halt diese Geschichte. Die reale Welt spielt dort keine Rolle. Die gibt es nicht. Die ersten Bilder von diesem Verfilmung von Paul W. Anderson, Dick David, das war was, ja. Der Ehemann von Mila Jovovich. Genau. Ja, also die beiden kräftigsten Namen. Er ist natürlich, so hat jetzt die reale Welt gemischt, zu der eben halt auch Mila Jovovich gehört. Sie ist eine Kriegerin, wahrscheinlich eine sehr gute Kriegerin wieder mal, die dann auch natürlich ihre Mischung zwischen modernen Waffen, also Maschinengewehren, also die aktuelle Kriegstechnik benutzt. Mhm. Eben halt, sie sind dann mit Jeeps, sie ist dann in eng anliegenden Anzügen. Wieder mal so ein bisschen dieser Sex-Appeal kommt natürlich da auch rüber von Resident Evil, den der Design da gelegt hat. Sie wird natürlich dann wahrscheinlich Schwerter haben. Die sind immer übergroße Schwerter, so wie japanische Spiele gerne auch sind. Bisschen warten Übertreibung. Wir es ab, aber hattest du nicht mehr erwartet? Hast du nicht zumindest, ich habe eigentlich erwartet, dass sie nicht sowas, dieses Klassische machen, was die Amerikaner gerne machen, damit die Leute wirklich bekommen und kein reines Fantasy-Setting haben, dass sie dieses mischen. Das war eigentlich der größte Schock, den ich hatte, weil es tut es nicht not. Diese Geschichte muss es nicht haben. Mhm. Es wurde mal gerne gemacht, auch als man damals das Brettspiel Dungeons & Dragons verfilmt hat, die ersten Sachen. Es wurde mit der Realität gemischt, wie welche von der realen Welt hineingezogen werden in diese Fantasy-Welt und mischen sozusagen beide Welten, beide Ansichten. Ist es gemacht worden, um eben halt das Publikum, dass sie sich das besser identifizieren können. Man will ja nicht nur die Gamer, die diese Games kennen, ins Kino locken. Nee. Somit wollen sie natürlich ein bisschen allgemeiner sein. Welche Entscheidungen da nun getroffen wurden, das weiß ich nicht. Warum, ob es irgendwelche Sachen deswegen gab. Aber schon, aber man hatte ich irgendwie... Ich war schon enttäuscht davon. Ja. Sicherlich, optisch wird da wieder sehr viel experimentieren. Aber so wie ich die letzten Filme empfunden habe, sie sahen optisch gut aus. Inhaltlich hat er ein großes Mischmasch hingelegt, hat coole Szenen mit einfachen Sachen, einfacher Handlung, teilweise auch wild zusammengewürfelte Handlung, die keinen Sinn ergab. Also wenn ich den letzten Resident Evil, also Last Chapter nehme, er hat teilweise nur Nebencharaktere eingeführt, damit sie kurz darauf sterben. Damit eben halt seine Alice nicht alleine durch die Lande zieht. Die einzige Figur, die tabu war,
war eben halt Claire Redfield, was einer der Ikonencharaktere ist. Also ich bin immer noch am Spekulieren, ob das eine Vorsichtsmaßnahme ist, weil er ist bei den Fans nicht mehr ganz so beliebt, der Regisseur. Resident Evil hatte seine Schwierigkeiten. Ist auch bei den Produzenten von Capcom nicht ganz so beliebt. Insofern war ich überrascht, dass er jetzt wieder in Capcom, aber das kann natürlich ein eingekaufter Titel sein. Ich glaube, es spielt Konstantin. Die sind der Partner damit immer, ja, da drin. Ich weiß, damals hatte Bernd Eichinger sich von vielen Capcom-Spielen zu einem Zeitpunkt die Rechte gesichert, wo kaum eine an Spieleverfilmung geglaubt hat. Ja, wo sie auch nicht die ernst genommen haben. Wo Comicverfilmungen auch noch sehr trashig waren. Ich sage nur Fantastic Four. Bernd Eichinger und die Fantastic Four. Ja, niemals erschienen. Nee. Aber dieser Film, von dem du jetzt die Rechte. Aber er hat damals auch von Resident Evil, er hat einen sehr guten Deal damals gemacht. Er durfte danach nämlich aus dem kompletten Resident Evil-Universum schöpfen. Richtig. Oder wie es in Japan heißt, Biohazard. Etwas, was den Japanern nicht ganz so geschmeckt hat hinterher, weil sie einige Sachen gern für ihre Games behalten haben. So konnte sich Anderson komplett bedienen, hat Charaktere, Monster, ganze Zwischensequenz-Szenen, die für die Spiele entwickelt haben, hat er 1:1 übernommen. Aber gut, das ist am Rande. Ähnlich ist es natürlich jetzt auch grafisch-technisch, ist das neue Monster Hunter World, das ist das neueste Game, sehr erfolgreich. Es gibt jetzt da demnächst einen Ableger, der in der Eiswelt spielt. Welchen Einfluss nun der Film legt, er ist natürlich unabhängig, wird sich zeigen. Dass denn die Fake-Welt dazu kommt, glaube ich nicht. Also diese reale Welt, das harmoniert nicht mit diesem Ganzen. Aber lassen wir uns gespannt sein. Also ich habe noch keinen Trailer gesehen, es gab nur Bilder bisher. Genau, machen wir den großen Bruch. Es gab auch einen Trailer, da haben alle erstmal Luft geholt. Der Trailer funktioniert. Das ist ein mega Blockbuster-Film, der allerdings demnächst schon anläuft. Midway. Roland Emmerich. Genau, Roland Emmerich, der Deutsche, der da drüben wirklich der Garant ist, alles zu zerlegen und eben entsprechend etwas zu bieten dafür. Das Unterhaltungskino schlechthin hat eben diesen Kriegsfilm nochmal, es gibt einen Film über die Schlacht am Midway, man muss dazu sagen, genau. Das sind die Inseln, die Midway heißt, also die Hälfte des Weges. Zwischen Pearl Harbor, also den hawaiianischen Inseln. Es geht aber um das Kriegsschiff halt. Und um das Kriegsschiff und die Auseinandersetzung. Das heißt, diese nicht ganz so bewohnten Inseln im Pazifik hatten die Japaner sich auserkoren, um dort eben eine Basis wohl errichten zu wollen. Und dann gab es eben eine Megaschlacht um Midway und diese Inseln, auf denen, glaube ich, die Japaner schon gelandet waren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin mit der Geschichte auch nicht ganz so. Es ist auf jeden Fall einerseits auch ein Remake dieses alten Films, was aktuell transportiert. Mal wieder von einem deutschen Regisseur, der patriotischer nicht sein könnte, wenn wir bedenken, Air Force One von Wolfgang Petersen, In the Line of Fire von Wolfgang Petersen, wo das waren ja die amerikanischen Hymnenfilme, kann man fast schon sagen. Ja. Independence Day war ähnlich von Emmerich, also die Amerikaner stehen da immer. Der auch sehr, sehr, sehr amerikanisch und sehr patriotisch war. Also dieses Make America Great Again kommt wieder. Was mich nur bei diesen Eröffnungssequenzen, wo eine Frau ihre Tochter in Sicherheit bringt, während sie, glaube ich, Wäsche aufhängt, da habe ich gedacht, ich habe Remake von Pearl Harbor mit Ben Affleck. Kann natürlich auch so ein bisschen zitiert werden, das Ganze. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Drama. Es ist jetzt kein Fantasy oder so. Mandy Moore ist die Hauptrolle. Ist eine Sängerin, habe ich gesehen. Also sie spielt und singt. Und aber macht das schon öfter mehrfach Schauspiel. Kann sehr gut singen, also soll jetzt nicht abwertend sein. Aber ich bin neugierig. Kam bei den Fans mittelprächtig an. Viele fanden, passte nicht so in diese Lila Launebär. Ich glaube, viele haben mehr gerade. Der letzte Countdown. Ja. Mit Kirk Douglas damals. Wirkt auf dem ähnlich ja damals. Ist aber eine Fantasy-Geschichte, wo halt das Kriegsschiff, ein großer Flugzeugträger, in die Vergangenheit gerät. Ja. Man hatte geglaubt, dass es diese Verfilmung erst ist. Da kann vielleicht Verwechslung. Nein, es ist jetzt kein Fantasy-Film. Es ist eben halt dieses Drama, dieses Kriegsdrama, was natürlich dann entsprechend erzählt wird. Es ist vielleicht ein bisschen mehr amerikanischer als, ja, für uns Europäer. Wir haben ja unsere anderen Sachen, wir haben Dunkirk, wir haben den Zweiten Weltkrieg hier direkt gehabt. Die Amerikaner haben ihre festen, ja, Orte gehabt, wie Pearl Harbor, wie eben halt die Midway. Die haben ihre speziellen, ja, Katastrophen, die sie immer wieder beschäftigen. Ja, verstehe. Aber der Film läuft bald an. Ich hatte wirklich erwartet, also wenn die da so einen
großen Trailer, dass zumindest ein bisschen Leute in Uniformen da noch auftauchen. Vielleicht haben sie aber auch Angst gehabt, dass die Fans so reagieren, wie zumindest ein großer Teil wohl reagiert hat, das heißt, das nicht mochten. Aber es hat mich überrascht, dass nicht mehr davon war. Also insofern, wir kommen wieder zurück zu Tom Cruise, er hat die Gunst der Stunde genutzt. Mhm. So. Genau, wo du jetzt beim Anfang bist, wir sind jetzt schon über eine Stunde am Reden, nur über Kinofilme. Das heißt, wir haben eigentlich gedacht, wir reden auch noch über die TV-Serie. Nein, wir splitten diesen Podcast jetzt in einen zweiten Teil. Das heißt, eigentlich sogar drei Teile, weil wir die Marvel-Filme, die haben wir sicherlich aufgefallen, haben wir gar nicht erwähnt, die wollten wir separat nochmal besprechen. Die Kinofilme, oder darüber reden, was dort gewesen ist. Kevin Feige hat die vierte Phase. Genau, da reden wir ein anderes Mal drüber. Machen wir eine andere. Deswegen auch die TV-Serien, die auf der Comic-Con 2019 San Diego gezeigt wurden. Wir müssen auch noch was machen, worüber wir beide am Anfang gesprochen haben, falls manche denken, Gott, was reden die denn da so viel miteinander? Wir sind beide so ein bisschen, mal abgesehen vom heißen Wetter und dieser schwülen Atmosphäre, wir sind ein wenig heruntergeholt worden. Der Schauspieler Rutger Hauer ist gestorben. Genau. Und also deswegen werden wir einen kleinen, auch dort gleich nochmal, das wird auch noch separat sein. Weil das ist schon so ein Meilenstein in unserem Leben als Schauspieler. Da es ist eine Ikone. Aber gut, das ist das nächste, eins der nächsten Themen. Ja. Wir haben euch jetzt gut angeteasert. Wir danken fürs Zuhören. Und viel Kritik. Genau. Wir waren ganz viel Kritik. Alles klar. Dann, wenn ihr noch was habt, bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, ein Like. Aber am liebsten eben einen konstruktiven Kommentar, damit wir wissen, woran wir arbeiten können. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir packen auch noch darunter irgendwie die Links zu den Filmen. Trailern, weil das ist wichtig. Die kommen noch mal. Wir dürfen das hier nicht anders machen. Bildtechnisch darf ich die wahrscheinlich nur ein paar Poster zeigen. Ich möchte auch gar nicht, dass sonst das Video gesperrt wird. Aber gut, das war's. Ich danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.